Chaos und Trauer in der Stadt Gaza. Mit Flugzeugen und Panzern greift Israel den Gazastreifen weiter an. Wieder sind Kinder unter den Opfern. An die 100 der mehr als 500 Toten im Konflikt der radikal-islamischen Hamas und Israel sollen Kinder gewesen sein. Allein dieser Mann trauert um drei seiner Kinder. Die Israelis haben uns mit Granaten beschossen und diese Granaten haben alles zerstört. Es war ein Massaker, ein wirkliches Massaker, ein wirkliches Massaker. Die Verantwortung dafür weisen sich beide Seiten gegenseitig zu. Die Hamas-Bewegung hat den Waffenstillstand mit Israel aufgekündigt und beschießt israelische Gebiete, offenbar gezielt auch von Wohngebieten aus. Israels Regierung hält dagegen, sie müsse ihr Volk verteidigen. Die Weltgemeinschaft versucht zu vermitteln. Man kann einen Waffenstillstand nicht einseitig proklamieren, das funktioniert nicht. Wir brauchen die Zustimmung beider Seiten. Und die Israelis sagen natürlich, wir brauchen eine Garantie, dass keine Raketen auf israelisches Gebiet treffen. Es geht auch um die Zukunft. Wir müssen zurückfinden zum politischen Vorgehen. Die zwei Seiten, die zwei Teile des palästinensischen Volkes müssen miteinander reden. Es muss einen Palästinenserstaat geben, das wissen wir alle. Vielerorts im Gazastreifen sind Grundnahrungsmittel und selbst Wasser knapp geworden. Die Stromversorgung ist unterbrochen und die medizinische Versorgung schlecht. Wegen der Notlage der Bevölkerung schlagen internationale Hilfsorganisationen Alarm.